Insbesondere für die Schaf- und Ziegenbauern unzumutbar und nicht vertretbar. Und wir haben auch 3%. Wir sprechen von artgerechter Weidehaltung. Wo findet die dann noch statt, wenn wir nur noch einzäunen müssen und gelenkte Herden beobachten und so weiter? Und eines ist uns auch ganz klar. Eine Koexistenz mit Beutegreifern und Weidehaltung und Alpen- und Weidewirtschaft wird auch in Zukunft nicht möglich sein.